Hi ihr Lieben, ich wollte euch nur ganz kurz mal ein Projekt vorstellen und zeigen, was ihr euch mal anschauen könnt und hoffentlich unterstützen könnt. Und zwar geht es um Winkelkraut. Das ist sozusagen eine alte Jugendherberge, die jetzt wieder neu eröffnet werden soll. Und ein Wildkräuterhotel, Jugendherberge, Seminarhaus und so weiter werden soll. Und ja, die brauchen auf jeden Fall noch Unterstützung, und zwar noch einiges. Wir haben eine Crowdfunding-Seite, die jetzt schon die Hälfte vom Zielbetrag erreicht hat. Aber ja, ein bisschen fehlt halt noch. Und schaut euch das gerne mal an. Teilt es, erzählt es weiter oder unterstützt das Projekt halt gleich direkt. Das ist hier in der Nähe von Wismar. Und eigentlich egal, wo ihr herkommt, also wenn ihr mal an der Ostsee Urlaub machen wollt, dann ist das auf jeden Fall auch für euch vielleicht eine schöne Möglichkeit. Genau, gleich hier hinter gibt es das Video von Winkelkraut, das ihr euch mal anschauen könnt. Da wird noch alles Wichtige mal erzählt, das muss ich jetzt gar nicht machen. Also viel Spaß beim Anschauen und wie gesagt, teilt es, liked es und so weiter. Unter dem Video findet ihr auch noch alle weiteren Infos. Bis dann, tschüss! Ihr fragt euch, was Winkelkraut ist? Na, das sind wir! Seit der Schließung der Jugendherberge in 2018 stehen diese Gebäude leer. Wir wollen sie wiederbeleben. Und zwar nicht nur als Jugendunterkunft, sondern als Begegnungsstätte. Ort des Austauschs für alle, die die Natur lieben und mehr über sie lernen wollen. Unser Traumort liegt an der Ostsee, genauer gesagt am Ostseeküstenradweg in Beckerwitz. Wir planen die denkmalgeschützten Gebäude und das Gelände mit dem alten Obstgarten und der großen Freifläche weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich zu lassen. Ferienwohnungen gibt es hier schon genug. Rund um das Gelände bietet Mutter Natur so viel, und das wollen wir allen zeigen. In einem großen Wildkräuterschaugarten wollen wir Wildkräuter an Hülle und Fülle wachsen lassen und alte Gemüsesorten anbauen. Unsere Gäste sind eingeladen, die Gartenarbeit zu bestaunen und sich inspirieren zu lassen. Wildkräuter sind eine wiederentdeckte Nahrungsquelle, die noch nicht ihren ursprünglichen Gehalt an Nährstoffen eingebüßt hat. Hier wollen wir euch zeigen, wie lecker Unkraut sein kann, zum Beispiel Spitzwegerich und Löwenzahn. Brennnessel, aber auch Gänseblümchen. Unser Koch Mirko zaubert aus den wilden Kräutern köstliche Leckereien für unser Bistro und Café und haltbare Produkte zum Verkauf im Regionalladen. Unsere Gäste können seine Kreationen auch im idyllischen Hausgarten genießen. Für euch bauen Hacki und Michael einen Lehmbackofen. Damit backen wir einmal die Woche frisches Wildkräuterbrot. Klassen, die uns besuchen, kochen ihr Abendessen gemeinsam mit unserer Jeanette, selbst über Feuer oder am Grill oder backen Pizza im Ofen. Für unseren Obstgarten wollen wir einen Bienenerlebnispfad erfinden, sodass jeder sich in die kleinen Bestäuber hineinversetzen kann. Unser Imker Michael zeigt in der Schauimkerei seine Arbeit. Das Highlight ist eine Übernachtung in den Wabenhäusern. Zu schlafen wie die Bienen ist ein kleines Abenteuer. Uns ist wichtig, die Natur zu schützen. Wir wollen unsere Kräuter in Bioqualität anbauen und unser Wissen über Wildkräuter und den Schutz der Natur in Seminaren, Workshops, Führungen, Vorträgen und Wanderungen mit euch teilen. Die Natur bietet eine solche Fülle und die meisten Pflanzen verfügen über Heilkräfte, die richtig eingesetzt dem Körper viel Kraft geben können. Dieses Projekt ist ein Gewinn für die ganze Region, Einwohner und Gäste. Unser Hof wird seinen eigenen Laden haben mit unseren Wildkräuterprodukten und vielen anderen. Die Landbevölkerung freut sich über eine Einkaufsmöglichkeit und Touristen müssen nicht in die nächste größere Stadt zum Einkaufen fahren. Für den Aufbau des Wildkräuterhofes brauchen wir viel Kapital, denn wir müssen nicht nur die Ausstattung für den Betrieb beschaffen, sondern auch das Gelände mit den Häusern kaufen. Für einen Kredit sind wir bereits in Kontakt mit der Bank. Wir brauchen nur noch das benötigte Eigenkapital. Um diesen Ort zu schaffen, brauchen wir euren Beitrag. Sucht euch ein tolles Dankeschön aus und ermöglicht uns damit den Aufbau des Hofes. Der Wildkräuterhof von Winkelkraut wird euer aller Urlaubsort an der Ostsee. Die Kreuzfahrtalternative in Mecklenburg. Seid dabei, wir freuen uns darauf, euch unser Projekt live und in Farbe zu zeigen.
Winkelkraut!